So, den Zwölfen zum Gruße und willkommen zurück bei Drakensang 1, das schwarze Auge. Drakensang, wir haben das letzte Mal genau Etikette gelernt, haben erfahren, dass es Ardo vom Eberstamm ein bisschen zerbröselt hat, beziehungsweise den hat man wohl umgelegt. Und wir wollen noch mal sehen, ob wir die nicht den Hinweisen, die wir bekommen haben, nachgehen, um... Sehr schön. Um ein paar, Informationen zu erhalten. Und ich möchte jetzt einfach mal sagen, wir werden die Etikette einfach mal, soweit es geht, nach oben treiben. Oh, das ist auch angenehm, so viele Punkte zu haben. Schnelle Einschätzung, Personen, Situation, benötigen Daten, Fakten fehlen, ja. Wir können mit Körperkraft oder Gewandtheit vielleicht mal ein bisschen hoch. Was ist denn Gewandtheit? Reflexe, schnelle Reaktion. Hohe Gewandtheit. Ich würde sagen, wir halten uns bei ihr eher an die Sachen wie, weiß nicht, Intelligenz, Klugheit und so weiter. Aber das ist nur Intuition, richtig. Hohe Gewandtheit, Körperkraft, Konstitution ist ja eigentlich. Die ist relativ fit, muss ich sagen. Mit der Konstitution 13 ist sie schon gar nicht mal schlecht dabei. Auch 15 Mut. Ja, so Thulamiden-Zauberinnen sind gar nicht mal so ohne. Jetzt würde ich aber auf jeden Fall mal gucken, ob wir die Zauberei nicht ein bisschen hochtreiben können. Das geht ja immer in Dreier-Schritten, ne? Fängt Feuer, Modifikator, 8 plus 2. Je 3 Stufen, ein Modifikator dazu. Was ist ein Modifikator? Achso, mit jedem Modifikator, also alle 3 Stufen, gibt es einen Würfel dazu. 1 wie 6 Trefferpunkte Schaden dazu. Ansonsten brennt es einfach nur jeweils eine Sekunde länger. Macht also erstmal einzelne Schadenspunkte mehr. Ja, das bringt jetzt erstmal noch nichts. Das würde ich sagen, lassen wir einfach mal so, wie es ist. Hier können wir mal so einfache Punkte verteilen. Attribut plus den Zauberwertigkeitspunkt durch 3 plus 1. Okay. Das heißt, wenn ich es auf 3 habe, sind es schon mal 2. In Minuten 1. Ich verstehe es nicht ganz. Mindestens 1. Achso. Das heißt, also wenn wir es unter 3 haben, oder bis 3. Nee, Quatsch. Wenn wir 2 hätten, 2 plus 1. Nee, halt. Plus ist es ja. Schwachsinn. Punkt verstrich. Das heißt, also wenn wir 2 hätten, wäre es quasi weniger als 1 plus 1. Oder was? Mindestens 1. Ach, ich. Wird sich zeigen. Keine Ahnung. Kann man mal testen. Kann man sogar wirklich mal testen. Gut, was ist denn das? Körperkraft. Hat sie... Dann machen wir das wieder rückgängig. Den elementaren Diener. Wie steht's hier? 12 Zauber. Hier Modifikator. Ich glaube, der Modifikator ist der hier unten, ne? Je Stufe plus 1 zum Modifikator. Okay. Der Modifikator kann nur so hoch sein. Ja. Und was bringt dann die Dauer? Beschwerden. Ich schätze einfach mal, dass man dann einfach immer stärkere Versionen bekommt. Mut, Klugheit und Charisma. Also nichts von den Werten können wir steigern. Elementarer Diener. Ja, aber das gelingt auf jeden Fall. Oh, Armatrotz. Wie war das mit der Panzerung? Alle Rüstungszonen plus 1. Okay. Rüstungsschutz mal Rüstungsschutz minus die Hälfte der Zauberfertigkeitspunkte. ASP sind Ausdauerpunkte, oder was? Gucken wir mal Ausdauerpunkte. Ne, AOP sind Ausdauerpunkte. Astralpunkte müsste das sein, oder? ASP, die Astralenergie, ist unterteilt in einzelne Astralpunkte. Okay, ASP sind Astralpunkte. Okay, Rüstungsschutz, was kosten? Rüstungsschutz mal Rüstungsschutz minus die Hälfte der Zauberfertigkeitspunkte an Astralpunkten. Mindestens 4. Okay, Modifikator je 3 Stufen plus 1 dazu, also sollte man... Ach, je 3 Stufen kann ich eins erhöhen, okay. Der Modifikator kann nur so hoch sein wie seine... Das sein wie der Zauberfertigkeitswert durch 2. Je Modifikator plus ein Rüstungsschutz. Okay, also hier geht es nach Stufen. Wir sind Stufe 2. Das heißt, momentan ist es noch unbrauchbar. Im nächsten
Das nächste Mal könnte man dann da eins dazu packen. So, was haben wir noch? Flimflam Vogel brauchen wir nicht. Balsam Salabunde ist natürlich super. Heilt 2W6 Lebenspunkte plus Modifikator mal 5 Lebenspunkte. Modifikator, je 3 Stufen gibt es eins dazu. Und wo ist der Zauberfertigkeitswert? Wie wird er da einberechnet? Ist die Anzahl der Wunden höher als der Modifikator, kann keine einzige Wunde geheilt werden. Okay. Die Anzahl der Wunden, die geheilt werden, mindestens wieder eine, entspricht der Höhe des Modifikators. Also muss ich auf jeden Fall. Achso, Modifikator jede 3 Stufen plus 1. Also wir starten auf 1, das heißt, eine Wunde können wir heilen. Okay. Das heißt, 2 Wunden können wir dann ab Stufe 3 heilen. Ab Stufe 9 geht es dann weiter. Okay. Kritisch können wir gar nicht heilen. 2W6 Lebenspunkte. Also 2 bis 12 Lebenspunkte. Okay. Oh, Acceleratus Blitzgeschwind. 12 Sekunden plus zweimal die Zauberfertigkeitspunkte. Also je länger das halten soll. Also jetzt haben wir es um 4 Sekunden verlängert. Richtig. Wenn wir es auf 4 machen, hält das Ganze 8 Sekunden, also 20 Sekunden lang hält es dann an. Lassen wir es erstmal so. Attributo Gewandtheit. Ja. Das würde ich jetzt aber ganz gerne erstmal gucken. Und zwar Attribute Körperkraft auf sich selbst. Körperkraft 10. Wir speichern das. Jetzt bitte mal ein Attributo. Moment, wie zauber ich das, wenn es nicht hier drin ist? Gute Frage, oder? Geht das überhaupt? Ich glaube nicht. Attributo Körperkraft. So. Was ist das? Intuition. Ja. Körperkraft. Sie hatte 10, richtig? Körperkraft 10, genau. Körperkraft bitte mal auf dich selbst zaubern. So, 5 Minuten. Okay, plus 1. Jetzt. Körperkraft, genau. Attribut plus. Genau, das war das durch ein Drittel davon, genau. Jetzt wollen wir schauen, ob das mit einem Levelchen auf Körperkraft mehr wird. Oder ob das keine Rolle spielt. Alles klar. Das heißt, wir brauchen also mindestens Stufe 3, damit wir noch einen zusätzlichen bekommen, richtig? Da wir es sowieso nutzen, können wir es einfach mal ausprobieren. Mal schauen, wie die Berechnungen funktionieren. Muss man ja auch erstmal begriffen haben. Und dann kann man es auf immer ein. Ja, genau. Jetzt haben wir 2 Körperkraft gewonnen. Das ist sehr gut, das zu wissen. Wir haben immer noch 250 Punkte. Ja. Gibt's da nicht irgendwas mit Armatrotz? Ist wie gesagt die Level. Astralpunkte. Was soll das heißen? RS ist doch Rüstungsschutz, oder nicht? RS, alle RS-Zonen. Rüstungsschutzzonen plus 1. Rüstungsschutz sind die Kosten. Rüstungsschutz, irgendwas bietet jetzt auf unserer Stufe 2 mal Rüstungsschutz minus. Okay, wenn ich es auf 4 habe, ist es dann 2 minus 2, also 0 oder was? Mindestens 4, okay. Achso, der Rüstungsschutz steigt immer weiter an, mal Rüstungsschutz minus Ditte. Da müssen wir halt immer dann irgendwie 2 Punkte reinstecken oder so, dass es dann mithält, okay. Kostet auf jeden Fall nicht viel und die Dauer ist ewig lang. Das ist ja schon ziemlich krass. Wir schauen uns das einfach mal an. Was hat die denn für eine Rüstungs 2-2? Außenrum ist immer 2, mittig ist 1. Gut, dann darfst du mal den Rüstungsschutz auf dich zaubern. Da können wir doch auf. Genau, auf die 2 gehen wir hier mal. Packen den. Genau, das machen wir zuerst so. Wir schauen uns das an. Überall, hier mittig 1, außenrum alles 2er. So. Bitte mal. Ach, nur auf sich selber, das geht gar nicht auf andere. Interessant. So, jetzt haben wir lauter 2er und außenrum die 3er. Dann machen wir mal den Modifikator 1.
Gleichbleibend. Warum? Achso, hier 3 Stufen plus 1. Ja, spielt also keine Rolle, oder wie? Ob es 0 oder 1 ist hier unten. Gut, wurscht. Und das sind nur die Kosten, die ich hier mit den Zauberfertigkeitspunkten verändern kann. Zauberfertigkeitswert? Wir können also hoch sein, wir sind wie die Hälfte des Zauberfertigkeitswerts. Okay, also muss ich das deswegen hochtreiben. Ich verstehe. Können wir schon mal. Oder lassen wir das. Ach, lassen wir es einfach so. Sensibler Empathikus. Talent Menschenkenntnis plus den Zauberfertigkeitswert. Menschenkenntnis hat die, glaube ich, da ist sie ziemlich schlecht. Jo, 1. Könnte man hochtreiben auf 7. Aber das machen wir natürlich nicht. Na, 10 Punkte können wir mal opfern. Jetzt haben wir 3. Obwohl es erstmal hat es mit 9 nicht so richtig funktioniert, ne? Menschenkenntnis. Ich nehme die Sache in die Hand. Im Schleichen sind die alle nicht so wunderprächtig, aber naja, gut, dann ja, ich meine Vollzauber. Wie verhält sich das? Also einfach nur, okay, jeder Punkt hier ist das gleiche, wie wir das auf der anderen Seite eingesetzt hätten. Ich verstehe. Hält 10 Minuten lang an. Geht doch nur bis Stufe 5. Also können wir 5 nochmal oben drauf. Dann haben wir eine Menschenkenntnis von 10. Und so von 17. Naja. Zauberfertigkeitswerte hier. Vielleicht ein Punkt, dass er noch ein Lebensenergiepünktchen mehr hat. Astralenergie hat eigentlich bislang eigentlich immer recht gut gereicht. Dann lassen wir das mal so na, später. Also wichtig war auf jeden Fall Etikette, dass das mal nach oben getrieben wird. Ja. Machen wir zumindest Menschenkenntnis und überreden wir auf 0. Als Grundlage. Sinnesschärfe. Fallentgehen. Die soll auf jeden Fall ein bisschen was entdecken. Oh, wir könnten bei dir auch die Werte hochtreiben. Mut geht leider nicht. Aber Körperkraft könnten wir bei ihr verändern. Oder Gewandtheit. Fingerfertigkeit, naja, Charisma braucht die bestimmt nicht. Die braucht halt einfach Körperkraft. Was hat sie denn für ein Wäffelchen? Keins momentan, aber sie benutzt das Entermesser. 1, ja, plus 3 Kraftzuschlag. Bei 17 erst wieder 13 und 17. Und die ist eben auf Säbel ist die aus, ne? Baumesser über elegante Reitersäbel. Ja. Oder hätte man doch irgendwie Schwerter machen sollen? Wie ist denn das eigentlich? Schwert ist Kategorie E, das ist also schwer zu steigern. Säbel sind mit D leichter zu steigern. Und Speere sind auch D. Ja, Hiebwaffen sind Äxte und sowas. Auch D. Und Fechtwaffen hat ja der andere gehabt. Ich würde sagen, wir bleiben einfach mal dabei und kämpfen sehr aggressiv mit ihr. Haben immer noch 400 Punkte. Wieso hatten die so viele Punkte in Bogen? Jetzt haben wir extra Armbrust gelernt und die hat schon 8 Punkte. Was ist denn, wenn wir Fingerfertigkeit erhöhen? Passiert nichts. Und Gewandtheit. Da passiert unten auch nichts. Steigerungskategorie E und das ist Steigerungskategorie C. Das heißt, es lässt sich leichter steigern. Tatsache, Stufe 6 ist dann schon das Maximum. Hier sind wir schon bei 10. Warum? Warum ist das so? Meisterschütze, Lademeister, dass man schneller schießen kann. Behinderung 0, Behinderung minus 5. What? Behinderung minus 2. Also die Armbrüste behindern wohl ein bisschen mehr. Wieso komme ich hier auf Stufe 10 und kann damit wesentlich besser oder leichter angreifen? Machen weniger Schaden, man kann schneller schießen. Da bin ich aber generell nicht so überzeugt von der ganzen Geschichte hier. Ja, ein Pünktchen gebe ich mal, weil es halt nicht viel kostet. Selbstbeherrschung hat was mit Wunden zu tun.
Selbstverständlichkeit, große Schmerzen, Missverständnis, der über eine hohe Selbstbeherrschung verfügt, wird so im Kampf selbst durch schwere Treffer nicht abgelenkt und wird einen Spezialschlag oder Zauberspruch zu Ende führen. Auch können Wunden von Helden mit hoher Selbstbeherrschung eher widerstanden werden. Fallenstellen hat die, genau. Das ist, glaube ich, Kategorie B. Ja, das ist sehr leicht zu steigern. Machen wir einfach mal Wunden heilen auf jeden Fall mit ihr. Wie verhält sich's da eigentlich? Durch die Talentprobe werden Klugheit, Charisma und Fingerfertigkeit. Oh. Fingerfertigkeit 10, Klugheit 10, Charisma 10. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Mut, Klugheit und Intuition. Ja, Gift, da ist es schon eigentlich besser drin. Kostet auch nicht so viel, das zu steigern. Wahrscheinlich wieder B, ne? Jo. Überreden? Nee. Sinnesschärfe? Ja, die ist eigentlich zum Kämpfen da, aber wozu könnte man sie noch benutzen? Selbstbeherrschung? Einfach, ja, machen wir das Heilen einfach aufs Maximum. Hoffen aufs Beste. Tierkunde, dass wir möglichst viel Geld rausschlagen können aus den Viechern. Gut, dann hat die Fallenstellen, Tierkunde und Raufhauen. Ja. Das ist doch vernünftig. Schauen wir, ob wir der Lara Mansur Suni nicht auch was Gutes tun können. Magiekunde. Sollte eigentlich auch nicht zu kurz kommen. Wie weit geht denn das? Oh, so weit. Machen wir es mal auf 10 für den Moment. Menschenkenntnis. Ja, ich weiß nicht. Feilschen würde ich halt mit ihr auch ganz gerne. Lassen wir es mal auf 5. Dann haben wir 15, glaube ich, ne? Mit dem, 5. Und mit dem wir dann 10 Menschenkenntnis. Das ist auch nicht so prägend. Oder was? Das Doppelte? Ne, einfach nur der Wert wird dazugepackt. Das ist auch nicht so atemberaubend. Vielleicht ein Heilspruch nochmal, aber dann haben wir gelernt. Wieso spielt das eigentlich keine Rolle? Ich verstehe das nicht so richtig. Wieso steht hier nicht was von wegen, ja, die Zauberfertigkeitspunkte werden hier mit eingerechnet? Hier ist nämlich gar nichts dabei. Das ist einfach nur 2 bis 6 und der Modifikator. Höchste Höhe des Modifikators. Einfach nur Modifikator. Oder sehe ich da was nicht? Modifikator in Astralpunkten. 10 plus Modifikator in Astralpunkten. Okay, keine Ahnung. Blitzig find. Geht genau ein Drittel jeweils. Sollten wir das hier steigern? Zauberfertigkeitspunkte durch 3, Zauberfertigkeitspunkte durch 3. Kampfzauber, ja klar. 2, 3. Na, geht nicht auf 9, deswegen sparen wir uns das einfach mal. Acceleratus blitzgeschwind waren. TP. Was, wie, was, wo, hä? Der Zauber versetzt den Verzauberten in die Lage, seine Bewegung kurzfristig enorm zu beschleunigen. Sie sind fließend und grazil, wirken jedoch für Außenstehende leicht von der Schwurmann. Das macht ja auch den Schaden, erhöht es ja auch um 2. Genau, die Dauer war... Achso, das ist immer 2. Ja, das ist ein bisschen schade. Das heißt also, wenn die das bekommt, oder das Vieh, dann macht sie für 20 Sekunden momentan. Ja, 2 mal 4 sind 8, plus 12 sind 20. Also momentan ist sie jetzt bei 20 Sekunden. 2... Also mit 2... Ja, okay, das bringt nicht viel. Das würde ich sagen, lassen wir einfach so. Und das hier ging in... Genau, nur in 3er-Schritten macht das hier Sinn. Das kriegen wir auch nicht höher, weil Stufe plus 1, glaube ich. Ne, doppelte Stufe plus 1 sind 5. Weiter geht's also nicht. Ja. Damit würde ich sagen, lassen wir die restlichen Punkte mal bei ihr oder geben wir noch mehr Astralenergie. Das könnten wir auch machen. Komm, machen wir das so. So, damit ist das Aufleveln auch schon beendet. Hat nur ein paar Minütchen gedauert. 10 oder so. Ja, also hier unten waren wir, da ging es nicht weiter. Jetzt wollen wir doch mal schauen. Moment, zuerst müssen die neuen Zaubersprüche da unten rein. Gewandtheit, Körperkraft hatten wir auf die erste Seite gelegt, oder? Jo. Ich würde sagen, Armatrotz kommt auf jeden Fall da rein.
Ja, das brauchen wir eigentlich nicht. Jetzt haben sie meinen Partykurs. Das können wir auf jeden Fall als zweit links machen. Blitz, ich finde, haben wir auf jeden Fall auf der ersten Seite. Balsam Salabunde auch. Ja, machen wir Attribute Gewandtheit da unten rein, oder? So mehr Intuition, Rüstungsschutz. Ja, so würde ich sagen. Lassen wir das einfach mal. Alle mal hergehört. Genau. Und sie hat jetzt auch Fallen stellen. Gut. Dann wollen wir mal. Zuerst zaubern wir uns einen Sensibar Empathikus. Hält 10 Minuten, finde ich super. Also, was machen wir jetzt? Wir schauen nochmal nach. Wir haben drei Mordfälle zu ermitteln. Flinkes Frettchen. Ah, genau. Erstmal suchen wir nach Forgrim. Der war doch im Ampraios Platz, hieß es, glaube ich. Und dort sollen wir mit dem Zwergen Forgrim reden. Das machen wir zuallererst und danach würde ich sagen, gehen wir zu Schneider Geriese und kümmern uns um seinen. Ja, da geht's zum Hafen, wo sie den armen Ardo erwischt haben. Oder soll ich zuerst da runter? Nein, ich würde sagen, wir reden erst mit Forgrim, oder? Doch, 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 doch. Da kommen wir nicht rein. Wo ist die Taverne? Da, zum Silberkrug sehe ich auf der Minimappe, ja, das sieht nach der Taverne aus. Und da geht es auch wieder zum Hafen. Also zwei Zugänge zum Hafen von hier aus. Völker und Kreaturen, die ausschließlich weiblichen Kriegerinnen der Amazonen, leben allein unter sich auf den berüchtigten Amazonenburgen. Die Verehrung der Kriegsgöttin Rondra durch. Ich hoffe, der Verdammt! Zwerg, den wir suchen, ist nicht dieser bartlose Trunkenbold dort drüben beim Wirt. Bartloser Trunkenbold, wie bitte? Schönes Helles, klar? Du schuldest mir noch 4 Heller. Du bekommst nichts mehr. Dir steht das Helle doch schon bis zum Hals. Das heißt, kein Frosch und schenk noch ein letztes. Ein. Geh lieber nach Hause und bring dein Bart in Ordnung. Schrecklich sieht das aus. Was sollen nur die Leute von dir denken? Naja. Wir sagen mal Hallo. Willkommen im Silberkrug. Was kann ich für euch tun? Ich muss dringend mit Forgrim reden. Unser gemeinsamer Freund Ardo vom Eberstamm wurde ermordet und ich benötige dringend seine Hilfe. Doch wie ihr seht, ist er komplett hinüber. Ja, sag ich einfach. Okay. Oh, Ardo, mein Freund, ich tot. Tradan, ein letztes Bier. Komm schon. Ja, eine traurige Geschichte. Der arme Volgrim sieht ihn euch nur an. Seitdem sein Herr ermordet wurde, aha, der hat für ihn gearbeitet, ist er nur noch betrunken. Er gibt sich die Schuld daran. Sogar seinen langen Bart hat er sich abgenommen als Zeichen der Schande. Bin mein Bart nicht wert. Ich muss unbedingt mit ihm reden. Wisst ihr vielleicht eine Möglichkeit, ihn wieder munter zu machen? Nun ja, ihr könntet ihm einen Krug Ferdocker spendieren. Andererseits besteht die Gefahr, dass er dann endgültig umkippt. Doch ich habe was für euch. Mein Geheimrezept, ein dunkles Spezial, eine hausgemachte Kräuterbrühe. Sie weckt sogar Bären aus dem Winterschlaf. Wie wär's damit? Dann misch mir bitte eins davon. Extra starkes dunkles Spezial erhalten. Ich habe hier unter dem Tresen einen kleinen Vorrat. Hier, nehmt einen Krug auf Kosten des Hauses. Darf ich noch was wissen? Was wollt ihr wissen? Was habt ihr im Angebot? Rezept für ein dunkles Spezial, was macht das denn? Sofort 5 Ausdauerpunkte. Benötigt Alchemie auf Talentwert 7. Ist das nicht ein bisschen viel?
Dunkle Spezial braucht alles Mögliche. Moment, das sind 5 Ausdauerpünktchen. Was? 5 AU. Wollen wir mal gucken. Dunkles Zwergenbier. Das dunkle Zwergenbier stammt aus dem Ambossgebirge und ist der Stolz der Zwerge Moroloschs. Dunkles Spezial. Ausdauerpunkte plus 5. Ah, okay. Das heißt, im Kampf einzusetzen, wahrscheinlich 2 Schluck von denen und man hat sofort wieder genug für einen weiteren Spezialangriff oder so. Untergärig gebrautes Bier aus dem feinsten Hopfen- und Malzregion. Mhm. Macht Mut plus 1. Einen Glücksbringer mal verkaufen, den brauchen wir nicht. Vielleicht haben wir noch mehr zu verkaufen. Holzschild. Fellfetzen, wie gesagt, möchte ich immer behalten. Lederhandschuhe, Einbärensaft. Nö. Handel abschließen. Wir kaufen keins, wir haben eins bekommen. So, wir sagen mal Hallo, Thorgrim. Willen Hels. Willen Bier. Hast du nicht Lust, einem ehrlichen alten Zwerg ein auszugeben? Hier ein Krug mit frischem. Bin schnell her damit. Er trinkt genüsslich und jetzt wird er wahrscheinlich sauer. Aber es... Ach, seufzt. Ja, Meister Vorrim trinkt nur schön alles aus. Bäh, was ist das für ein Geschöpf? Pfui, Borbarat, Kräuter. Wer hat dich gewagt? Mir, Vorgrim, schon dich... Ferulak... Was? Ein dunkles... Spezial anzudrehen, du Allschuh. Na, warte, wo ist meine Axt? Thorgrim, bitte beruhigt euch. Mein Name ist Lara Mansur Suni. Ardu hat euch bestimmt schon mal von mir erzählt. Er hatte mich nach Ferdok gebeten. Lara Mansur Suni? Stimmt, Ardu hat tatsächlich schon von euch erzählt. Ein Freund Ardosch ist auch mein Freund. Doch Ardu ist tot. Wischt ihr das denn noch nicht? Es ist alles meine Schuld. Ich hätte auf ihn aufpassen müssen. Ich hätte bei ihm sein müssen. Ich habe als Leibwächter versagt. Lass mich besser allein. Ich bin ein unbärtiger Nichtschnutsch mit Schluck auf. Ich weiß, dass Arthur ermordet wurde. Deswegen suche ich ja nach seinen Freunden. Wieso seid ihr denn nicht bei ihm gewesen? Er wollte es nicht. Dennoch ist es meine Schuld. Ich hätte es besser wischen müssen. Hätte darauf bestehen sollen, ihn zu begleiten. Dieses Treffen war mir von Anfang an nicht geheuer. Bei Aromboloschs Bart. Das eklige Kräutergemisch kommt wieder hoch. Da kreuzen sich einem ja die Rückenhaare. Na, ein Treffen, sagt ihr? Was ging es da genau? Also sollte ich dem Obergardisch der Stadtgarde, Taschmann heißt der, glaube ich, am Hafen treffen. Es ging um irgendwas, an dem Ardo gearbeitet hat, eine Untersuchung von höchster Stelle. Mehr weiß ich dazu nicht. Hat der alte Brummelbart alles für sich behalten? Er hat es nicht lebend zu dem Treffen geschafft. Ich hätte bei ihm sein sollen. Verdammt nochmal. Wie konnte ich ihn nur so im Stich lassen? Thorgrim, hört mir zu. Ich brauche eure Hilfe, um den Mörder Ardus zu fassen. Seid ihr schon nüchtern genug, um mir weitere Fragen zu beantworten? Ja, ich denke, der Schluckauf ist gleich weg. Ich reagiere immer so auf dieses widerliche Zeug. Ihr müsst mir alles erzählen, was ihr wisst. Fragt, mein Freund, fragt einfach. Na, ihr seid jetzt langsam mal wieder vorne mit dabei. Okay, komm, Thorgrim, lass uns losziehen, den Mörder Ardus zu fangen. Das wäre eine Idee. Der sieht mit seinem Kettenhemd... Na, er passt... gerade so rein. Auch ganz brauchbar aus. Kennt ihr eine Gladys Schlattromier und wisst ihr, wo ich sie finden könnte? Gladys? Halte mir bloß diese Nervensäge vom Hals. Ich sag euch, bei Gladys weiß man nie so genau, wo man dran ist. Manchmal frage ich mich, wieso sich Ardu mit so jemandem abgegeben hat. Sie streift oft durch Fuhrmannsheim. Auch die Taverne zur sanften Sau soll sie des Öfteren für ihre undurchsichtigen Geschäfte aufsuchen. Ich verstehe. Was sind denn das für Geschäfte, denen diese Gladys nachgeht? Nur so genau weiß sie das natürlich auch wieder nicht. Aber unter uns gesagt, bin ich mir sicher, dass sie eine Taschendiebin ist und sich ihr Brot mit Hehlerei verdient. Das kann ich mir bei der sehr gut vorstellen.
Kann ich euch noch was fragen? Fragt meinen Freund, fragt einfach. Könnt ihr mir mehr über das Treffen erzählen, zu dem Ardo vor seinem Tod wollte? Wie ich schon gesagt habe, Ardo wollte sich mit diesem Obergardisten Taschmann an der Wachstation am Hafen treffen, aber anscheinend ist er dort nie angekommen. Taschmann fand seine Leiche in der Nähe des Anlegeplatzes. Der Anlegeplätze. Mehr weiß ich leider auch nicht. Das betrübt mich zutiefst. Ich brauche schleunigst ein Helles. Was wisst ihr über die Morde? Ardo ist nicht der Einzige, der auf so eine schlimme Art ermordet worden ist. Ein weiterer Mann, den ich gut kannte, wurde so zugerichtet. Man nannte ihn Drache, weil er so stark wie 7 Mann war. Wenn ihr mich fragt, muss ein gewaltiger Hühner ihn überwältigt haben. Einer, der noch viel stärker war als er. Sandor Kunga, ja. Barla sagte mir, dass der Drache in der Nähe des flinken Frettchens gefunden wurde. Ja, das muss schrecklich für Aline gewesen sein. Sie ist Schankmaat im flinken Frettchen und die Freundin des Drachen. Sie hat den schrecklichen Fund gemacht und dann die Stadtgarde alarmiert. Wir sollten auf jeden Fall mit ihr reden. Das wird auch gemacht. Erzählt mir von euch und Ardo. Ach, Ardo und ich haben schon etliches zusammen erlebt. Etliches. Als ich damals das erste Mal mit ihm zu tun hatte, hauste er im Schloss Ochsenblut, seiner ehrwürdigen Familie, also genauer genommen im Torhaus. In dem Schloss hat es nämlich gespukt, müsst ihr wissen. Er hatte damals nach tapferen Recken geschickt, die ihm helfen sollen, die Geister von dort zu vertreiben. Ich war der Einzige, der es weiter als bis zur Eingangshalle des Schlosses gewagt hatte, und so haben wir uns bei der Geisterjagd angefreundet. Also, eigentlich beim guten Tropfen aus dem Schlosskeller, den wir aus den Klauen des geisterhaften Kellermeisters retten konnten. Von da an haben wir viele Abenteuer erlebt und so manche gemeinsame Schlacht geschlagen. In der Schlacht um Gareth haben wir uns dann aus den Augen verloren. Ich dachte schon, er sei damals gefallen. Aber dann tauchte er hier plötzlich wieder auf und nahm mich als sein Leibwächter bei sich auf. Sein Leibwächter? Ja, ich würde sagen, den nehmen wir mit. Kommt, Vorgrim, lass uns losziehen, den Mörder Ardos zu fangen. Ja, Rache für Ardo. Aber seht mich an, ein verkaterter Zwerg, der nicht mal seinen Schandbart wert ist. Ich kann kaum 3 Schritte in eine gerade Richtung laufen, da werde ich keine große Hilfe sein. Ihr seid der Sohn des Ferolax, als ob euch so ein paar lächerliche Biere kleinkriegen könnten. Lasst uns gemeinsam den Mörder suchen. Ihr habt recht. Lasst uns den Verantwortlichen finden und ihn für seine Untat büßen lassen. Na bitte, so gefällt ihr mir. Vielleicht sollten wir ein paar kleine Pferdocke mitnehmen, falls wir unterwegs durstig werden. Vielleicht eher ein paar dunkle Spezial. Bah, lasst uns bloß gehen. Ach, Frau Grimm, was mit den offenen 4 Hellern für das Bier? Tradan, du hinterhältige Schabe, ein dunkles Spezial hast du mir unterschieben lassen. Eigentlich solltest du die Zeche zahlen. Ja, aber was soll's, schreib deine verfexten 4 Heller an, ich bezahle sie später. Können wir die für den Betrag bezahlen? Willkommen im Silberkrug. Was kann ich für euch tun? Ich bin hier, um die 4 Heller zu bezahlen, die euch vollkommen noch schuldet. Tja, ein Sohn des Ferolax bezahlt seine Schulden eben immer. Oh, sehr schön, hab Dank. Darf es sonst noch was sein? Im Moment nicht, hab Dank. Ein gutes Geschäft wird. Gut, damit haben wir den Amboss-Zwerg, Zwerg-Söldner Vorgrim, also einer von diesen Krijon. Lebenspunkte hat er 45 und Ausdauer 42. Bonus Nahkampf. Das ist eins der beiden Nahkampftalente. Hohe Lebensenergie plus 3 auf Lebensenergie. Sehr gut. Malus Fernkampf. Okay. Vorgrims Axt. Momentan macht er mit Körperkraft 17. Die er hat. Oh, Junge, Junge. 1W5 Schaden. Das heißt also fast 2 Würfel. Sprich, 6 bis 11 Schaden macht er mit seinem Äxtchen. Ja, aber kann ich so gut parieren mit dem Ding. Pfeifchen hat er auch dabei. Und er trägt ein langes Kettenhemd, das Brust, Bauch und Rücken 4 Panzerung gibt, oder wie auch immer, oder Rüstungsschutz bietet. Linke die Arme auf 2 und die Beine auf 1. Zusätzlich mit den Schnürstiefeln und der Hose. Also sehr, sehr gut gepanzert. Allerdings Behinderung normalerweise auf minus 4, aber er hat schon Rüstungsgewöhnung auf minus 1, also macht es nur minus 3 Schaden. Ja, der ist also relativ gut gepanzert. So. Hier können wir einfach das Schild in die Hand drücken, das ist ja nicht so das Problem.
ein Wort. Ein Zwerg, ein Wort. Sehr gut. Dolchen, ja, er ist halt wirklich auf Hiebwaffen aus. Äxte, Hämmer, Kolben, Wuchtwaffen eben. Raufen kann er. Ein Zweihand-Hiebwaffen ist auch ganz angenehm. Ja, für den würde ich sagen, besorgen wir auf jeden Fall noch ein Schild. Dass der wirklich unser Bollwerk ist. Der nimmt dann wenig Schaden. Ja, ausweichen wird er sowieso nicht. Der hat Ausweichen auf 5, richtig. Angriff. 17. Okay, also der trifft eigentlich fast immer ins Schwarze und hat auch noch eine ganz passable... Ja, können wir nicht weiter steigern. Also der ist schon gar nicht mal schlecht unterwegs. Wuchtschlag hat er. Niederwerfen, das ist ganz nett. Probe, die Hälfte der Körperkraft, die ist ja 17, für 2 K.O. Runden niedergeworfen. Also das wird ihm mit seinen 17 recht schnell gelingen. Also der ist... Sie ist mutiger. Er ist gleich gewandt. Er hat mehr Konstitution, mehr Körperkraft. Also er ist ein richtig guter Kämpfer. Sie ist ein bisschen ja, vielseitiger einfach. Wie sieht es eigentlich mit ihrer Rüstung aus? Ja, sie hat Behinderung 1. Die kann man auf jeden Fall noch ein bisschen... Ja, da kann man noch ein bisschen mehr machen. Kann jetzt zum Beispiel noch gute Handschuhe geben. Das sind Armschienen. Zwergen, Lederhandschuhe, die decken wohl beides ab. Beide, ich nehme die Sache in die Hand. Plätze. So, dann geben wir dem auf jeden Fall mal das Amazonen Bier. Voraus. Oder zumindest die, ja, sagen wir die Hälfte. Teilen wir das alles. Lass das mal vor Grimm machen. Genau. Der kriegt sein gutes ich nehme die Sache in die Hand. Helles Bogen. Jo. Machen wir es mal so. So, die... Axt, also mit dem Schwert kann die auch nichts anfangen. Mit Hügeligs Breitschwert. Die kriegt wieder die Pfeile. Was war das? So, dann würde ich sagen, das können wir mal spaßhalber speichern. Und damit geht's auch schon los. Wir zaubern natürlich wieder einen Partykurs auf uns. Was wollt ihr in meiner Küche? Ihr habt hier nichts zu suchen. Sofort raus mit euch! Was? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in die... Na egal. Können wir da hoch? Nein, können wir nicht. Ja, auch hier wieder kann man gut die Leute bestehlen, wenn man nur einen Diebeinbrecher oder Streuner dabei hat. Wir haben nichts von alledem, deswegen gehen wir einfach mal weiter. Aber irgendwas von der Diebesgilde haben wir auch noch. Und, ja, Kladis Schladromir scheint auf jeden Fall auch Fex gefällig zu sein. Tücher, beste Stoffe. Oh. Für feines Tuch hätte ich vielleicht Verwendung. Seid so gut und zeigt mir, was ihr an Stoffen da habt. So, Chefin geht einkaufen. Ein Turban. Also ist wie gesagt ziemlich schade, dass sie jetzt diese komischen, diesen Charisma die Maske auf hat. Oh, Lederhandschuhe. Haben wir nicht gesagt, die könnt auch noch Handschuhe vertragen. Linker Arm, rechter Arm. Linker Arm, rechter Arm. Ja, gibt's da nicht irgendwas für, Magierrobe? Nicht für Rasse Zwerg, ja, weil es zu groß ist. Magierrobe. Deckt alles ab, aber unsere thulamidische Klamotte ist genau das gleiche in grün. Grobes Leinen. Jo. Nee, das ist, nein, danke. Wir laufen weiter. Oder haben wir vielleicht... Genau, hat er nicht noch irgendwas anzubieten gehabt? Ah, wir haben nicht viel Geld, ne? Oh, wir haben 3 Dukaten. Okay, nein, wir gehen... Heute gehen wir mal nicht einkaufen. So, jetzt haben wir das abgehakt. Finde Zwerg Vorgrim, suche den Mörder von Ardo. Finde kleines Schladromir. Das sollte ja im Dings sein, im Fuhrmannsheim, genau. Aber wir gehen erstmal zum Hafen. Und da schauen wir mal nach dem Drachen und dann gucken wir nach dem Ardo. Oder nach dem Fundort. Bei den Anlegestellen, die müssen ganz oben sein, im Norden.
Achso, Proben können mit einem Aufschlag erschwert werden, wenn es sich um besonders gewagte oder schwierige Aktionen handelt. Eine Alchemieprobe plus 5 bedeutet zum Beispiel ein Erschwernis. Verdammt. Habe ich gehört, dass es hier eine berüchtigte Hafenschenke geben soll. Da gehen wir hin. So, jetzt mal am Ugdanhafen. Sanfte Sanna. Im Hinsindetempel war es heute Vormittag aber ziemlich laut zugegangen. Ah, müssen die Vorbereitungen zur Drachenquest sein. Ja, davon haben wir auch schon oft gehört. Dies ist die Hafenkneipe, das flinke Frettchen. Lasst uns eintreten und ein paar Humpen nehmen. Ah. Helles Fürbürger gibt es auch hier. Lasst uns reingehen und den Geist erfrischen. Na gut. An der Mündung der Rakula in den großen Fluss liegt die Grafenstadt Ferdok. Das ganze Land südlich davon bis zum... Verdammt! Es lädt einfach zu schnell. Ich versuche mal so viel zu lesen, wie es geht in den Ladebildschirmen, aber ich glaube, da haben wir schlechte Karten. Meister Hamringer. Wie weit muss diese Stadt eigentlich noch sinken, bevor endlich jemand etwas dagegen tut? Dagegen? Wogegen? Ach, Shanktmart, Aline. Ich muss arbeiten und habe keine Zeit zu reden. Aline, ich bin Vorgrim, Sohn des... Ist mir völlig gleich, wer ihr seid. Ihr seht doch, ich habe zu tun. Ja, aber... Ich muss arbeiten, okay. Gut, sie will nicht. Cordo Garnel. Was gibt's? Ich suche jemanden, der vielleicht etwas über den Mord an Sandor Kunga gehört hat. Der Drache, wie sie ihn alle nannten, wurde hier im Hinterhof der Taverne ermordet aufgefunden. Oh nein, tut mir schrecklich leid, ich kann euch da leider nicht weiterhelfen. Gestatten? Garnel, mein Name. Cordo Garnel. Ich bin nur ein Händler auf Durchreise, der seine durstige Kehle etwas befeuchten will. Doch sagt ihr, sieht so aus wie jemand, der einen hochqualitativen Satz Handbürsten gebrauchen könnte. Der Griff gefertigt aus edelstem Pinienholz, die Borsten aus echtem... bedauere, euch täuschen zu müssen. Ich habe noch eine wichtige Verabredung. Gehabt euch wohl. Wartet, weil ihr so ein netter Kunde seid, gebe ich euch noch das... Diese Gratiskiste Seifenpaste obendrauf. Ein Angebot, das ihr unmöglich ablehnen könnt. Das ist wahrlich verlockend, aber ich muss wirklich weiter. Auf bald. Naja. Tag. Was soll's sein? Ja, so ist gut. Schön direkt. Läuft. Immer nichts, danke. Mein Name ist Lara Mansur Sunni. Ich kläre den Mord am Drachen auf. Er wurde unweit dieser Taverne gefunden. Könnt ihr mir sagen, wie sich das Ganze abgespielt hat? Ach, ihr kommt hier eben mal in meine Schenke spaziert und klärt so ganz nebenbei den Mord an unserem Sandor auf. Tut mir leid, dazu habe ich nichts von Belang zu erzählen. Ich bitte euch, alles kann von Belang sein. Ich will doch nur ein paar Fragen beantwortet haben. Ich werde euch auch nicht lange belästigen. War Sandor Kunga oft hier zu Gast? Na schön, er war des Öfteren hier, ist er schließlich auch ein belebter Treffpunkt für alle Iman-Spieler. Zufrieden? Gab es jemals Streit zwischen dem Drachen und den übrigen Gästen? Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ich habe genug damit zu tun, meine Gäste zu bewirten. Da bleibt keine Zeit, sich auch noch zu bespitzeln. Bei den Rauschebärten meiner Urgroßväter, Schotterbusch, du musst doch irgendwas bemerkt haben. Du weißt genau, dass der Drache mit niemandem verfeindet war. Um 3 hat er Kraft für 3. Wollen wir es noch 7? Wer den kalt gemacht hat, muss ein gewaltiger Hühne gewesen sein. Das muss doch ein riesen Radau gewesen sein. Denk nach, Mann. Entschuldigung, aber ich kann euch nicht weiterhelfen. Vielleicht kann euch ja einer der Gäste was erzählen. Darf es jetzt vielleicht was sein? Was gibt's denn Gutes bei euch? Helles Pferdocker. Nein, danke. Gut. Kalmun Hangler. Hallo. Was kann ich für euch tun? Entschuldigt, ich suche jemanden, der vielleicht etwas über den Mord am Drachen gehört hat. Im Hinterhof der Taverne wurde er aufgefunden. Ermordet. Tut mir leid, ich bin nur sehr selten im flinken Frettchen und kenne die besagte Person nicht einmal. Trotzdem viel Glück bei eurer Suche. Ob das stimmt? Stitus die Milz und Stelzenpiel. Reden wir mit der Milz. Merkt ihr nicht, dass ihr stört? Verzeiht, ich suche jemanden, der vielleicht was über den Mord am Drachen, bla bla. Zum Mord am Drachen kann ich euch nicht weiterhelfen. Ich habe weder was gesehen noch was gehört. Natürlich. Wer stört? So, ich habe euch nichts zu sagen und jetzt verschwindet. Gut, keiner mag mit uns reden. Und sie auch nicht. Dann würde ich sagen, machen wir uns wieder vom Acker hier.
Das bringt dir alles nichts. Gut. Halt! Oh nein, die Schankmart kommt. Wartet! Ja, bitte. Ich habe gehört, wie ihr nach Sandor gefragt habt. Untersucht ihr den Mord an ihm? Ja, ich untersuche alle Morde, die auf diese schreckliche Art verübt wurden. Ihr wart mit Sandor Kunga befreundet? Ja, mein Name ist Alina. Ich bin, war seine Freundin. Darf ich euch noch ein paar Fragen stellen? Fragt bitte. Warum seid ihr mir nachgelaufen? Habt nicht gleich mit mir gesprochen? Obergeil des Taschmann hat mir eigentlich untersagt, über den Mord zu sprechen. Er hatte mich zu der Sache befragt und erzählt, er kümmere sich höchstpersönlich um alles. Nur ist er seitdem nicht mehr hier aufgetaucht. Als ich dann gehört habe, wie auch ihr euch nach meinem Drachen erkundigt habt, musste ich euch einfach sprechen. Wenn Taschmann nicht fähig ist, die Dinge in die Hand zu nehmen, dann kann ich auch ebenso gut euch helfen. Okay. Volker erzählte mir, ihr wart es, die Sandor gefunden hat. Ja, es war schrecklich, ihn so zu sehen. Ich wollte das Waschwasser hinter der Taverne auskippen und dort lag er, mein geliebter Drache. Mein Herz wird dieses Bild niemals vergessen können. Mein starker, guter Drache, so fürchterlich zugerichtet. Es müssen mehrere gewesen sein, die ihn überrascht haben. Alle Fässer, die im Hof standen, waren zertrümmert. Mein Drache hat um sein Leben gekämpft. Oh, Sandor, wieso musste er nur sterben? Hatte Sandor Feinde oder irgendwelche Probleme, die er euch anvertraut hat? Aber nein, er war sehr beliebt, auch wenn er sich mit den teils dubiosen Gestalten, die das flinke Frettchen besuchen, abgegeben hat. So hatten doch alle stets gehörigen Respekt vor ihm. Mysteriös. Euer Freund hatte einen recht auffälligen Spitznamen. Stimmt es, dass er ihn wegen seiner außergewöhnlichen Körperkraft trug? Darüber hat Sandor nie wirklich gesprochen. Einige meinten, er trug den Namen Drache, weil er oft wie ein gefährliches Untier über das Imanfeld fegte. Doch ich glaube eher, dass es etwas mit dem Talisman zu tun hatte, den er immer um seinen Hals trug. Aha. Talisman? What? Aha. Was könnt ihr mir mit dem Talisman erzählen? Naja, viel weiß ich nicht darüber. Es war eine rote, flache Scheibe und schien unschätzbar wertvoll für ihn. Normalerweise trug er sie auch nicht offen umher, sondern immer unter seinem Hemd, direkt an seiner Brust. Er scherzte oft und sagte, dieser Talisman gebe ihm die Kraft, ein so guter Iman-Spieler zu sein. Aha. Als ich meinen Drachen tot auffand, hatte er den Talisman allerdings nicht mehr um. Ich berichtete Obergardes Taschmann davon, doch er schien nicht sonderlich interessiert. Glaubt ihr, dieser Talisman könnte etwas mit dem Mord zu tun haben? Vielleicht befindet er sich ja noch am Mordschauplatz. Mag sein, ich weiß es nicht. Ich kann nicht mehr. Es tut mir leid, die Erinnerung an diesen Tag schnürt mir die Luft ab. Entschuldigt bitte, wenn ihr den Talisman suchen wollt, müsst ihr alleine nachschauen. Na, von mir aus. Darf ich hier noch ein paar Fragen stellen? Wisst ihr vielleicht etwas über die beiden anderen Morde? Auto vom Eberstamm oder vom Mord am alten Elok? Oder Elok? Tut mir leid, nein, da kann ich euch nicht weiterhelfen. Ich will auch gar nicht wissen, was diesen beiden armen Seelen zugestoßen ist. Der Anblick meines ermordeten Drachens, wie es dort so lag, das wird mich auf ewig quälen. Okay, ich muss weiter. Ich danke euch für eure Hilfe. So, das war doch schon mal sehr interessant. Das heißt also, wir müssen nach dem... Wir schauen einfach mal, halten Ausschau nach dem Talisman. Und jetzt geht wieder die Leserei los. Hinter all dem Seienden sickert ein Schatten durch das Weltgefüge. Eine Entität, der an Bösen verdammt, dass sie ohne Namen bleiben muss. Das arme Ding. Glaubt mir. Ich weiß, wie sie sich fühlen muss. Wenn ich den Mörder zu fassen bekomme, dann wird er für alles büßen. An ihrer Stelle würde ich den Krug durch ein Schwert tauschen und selbst Jagd auf den Mörder machen. So, im Hinterhof hinter der Taverne hieß es. Salam alaikum. Alaikum salam. Der wird auch noch frech. Wir wollen dich hier nicht, du gräudiger Wüstenhund. Versieh dich, Fremder. Aha. Wo ist weg hier? So, guten Tag, Nasreddin. Salam. Was war denn da gerade los? Kulu Tamam Mafish Mushkela. Wie sagt man? Ein Missverständnis, nichts weiter. Ma Asalama. Okay. Bin ich ein bisschen komisch, dass wir als... Naja, wir kommen ja wohl auch von da. Das nicht verstehen.
Sollte ich jetzt nicht irgendwie, weil ich eine Tulamide bin, das nicht verstehen, ne? Finde ich ehrlich gesagt schade. Ich mach das schon. Gut, dann machst du das. Und wir gucken einfach zu oder laufen hinterher. Kann man ja auch mal machen. So, wir müssen irgendeinen. Um den zu Fall zu bringen, muss es mehrere starke Burschen gebraucht haben. Er muss sich gewehrt haben. Seht, alles ist zerschlagen. Alles oder. Hinter mir bleiben. Aha. Ein Talisman. Vorgemacht Stufe 3 erreicht. Sehr schön. Na. Naja, Drache. Genau hier. Suche sein Talisman. Erstatte Barela Bericht. Ah, ja. Wir erstatten einfach mal Bericht. Aber zuerst möchte ich noch zu der Anlegestelle, dort oben, Tatort Ardo. Händler Kubines. Kalandor Kubines, mein Name, und exotische Waren aus ganz Aventurien in meine Sortiment. Oh, exotische Waren. Bitte sag mir eure Waren. So, was haben wir hier? Ein schicker Federhut. Okay. Fingerklinge. Taschendiebschneider plus 2. Ah, ja. Wurfbeile, Dreizack, Haumesser, Nesgraja, ein Bock. Was ist ein Buckler? Eiserne Faust, Schild mit Dornen. Selten in diesen Teilen Aventuriens anzutreffen. Das Tragen eines Schildes ermöglicht eine zweite Parade. Ja. Verbessert die Parade, aber erschwert den Angriff um 1. Parfum. Charisma plus 1 für 2 Minuten. Auf 2. Karten ist ein bisschen hart. Ach ja, ein Flügelhelm. Die gibt es sich einfach so zu kaufen, ich verstehe. Hat er den auch von Hügelig im Kampf erworben? Spangenhelm. Einfacher Metallhelm mit einer Brille nach der Schutzplatte für Augen und Nase. Diese Art von Helm ist in Torwald weit verbreitet und auch bei den Schiffsbesatzungen der berüchtigten Piraten sehr beliebt. Rüstungswert für den Kopf. Eine 3. Wir haben eine 2. Behinderung 1. Unsere ein halbes, okay. Oder gerade Krötenhaut. Das ist, glaube ich, sehr guter Schutz für wenig Behinderung. Grobe Lederweste aus weichem Leder, die dicht mit Nieten bedeckt ist und ihre Verbreitung vor allem in Torwall findet. Zu dieser traditionellen Oberbekleidung gehören zudem ein breiter, schwerer Gürtel und ein kurzes, weißes Wollhemd. Okay. Ja, es deckt nicht viele Bereiche ab, aber hier 322, auch Behinderung 1. Aber unsere ist natürlich sehr viel angenehmer und ja, sitzt wie angegossen. Und unser langes Kettenhemd deckt wirklich komplett alles ab, weil er ein Zwerg ist. Das finde ich ganz angenehm. Torvolle Hose. Jo, naja. Ich nehme die Sache in die Hand. Das ist schön. Was, wir gehen einfach währenddessen einfach mal ein bisschen shoppen. Na gut, die Schanke hat Kaltes, nicht Kladdis. Niceback-Händler. Tretet näher. Schaut euch in dem reichen Sortiment des Handelshauses Niceback um. Sehr vertrauenswürdig. Dann zeig mal, was her, was euer Haus so zu bieten hat. Okay. Nur Handwerksmaterial. Aber wir hauen einfach die Kiste neben seinem Stand kaputt und klauen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Langsam reicht es. Wer sperrt hier eigentlich noch alles ab? Richtig. Idioten, wie ich tue. Diese Hanswürste, wenn ich wollte, würde ich da einfach durchgehen. Und keiner könnte mich aufhalten. Ja, diese Hanswürste. Niceback-Arbeiter, Niceback. Pagol Barbeck. Ja, da hauen sie sich gegen sehr auf die Nuss, da kann man ein bisschen sein Geld ausgeben, wenn man Glück hat. Was zwar unwahrscheinlich ist. Na komm, kriegst du doch noch was. Wenn man Glück hat, kann man da ein bisschen was an Geld gewinnen, aber da würde ich mich nicht drauf verlassen. So, Startgardist Brintel oder Brintel. Hey, ihr da! Dies ist der Schauplatz eines schweren Verbrechens. Betreten verboten.
Ihr habt hier nichts zu suchen. Ach was. Mäßigt euren Ton, Stadtgard ist. Mein Name ist Lara Mansur-Sunni und ich bin im Auftrag von Wachhauptfrau Dorkenschmied hier. Und stehe der Stadtgard offiziell bei der Untersuchung der Morde zur Seite. Entschuldigt, das konnte ich nicht wissen. Unter diesen Umständen dürft ihr natürlich durch. Könnt ihr mir genaueres über den Hergang der Tat berichten? Bedauere nein. Ich habe lediglich Order von Obergardes Taschmann, den Zugang zum Ort der Tat zu bewahren und Neugierige fernzuhalten. Schon wieder Obergardes Taschmann. Ich glaube, mit dem müssen wir mal ein Wörtchen reden. Der Obergardes war allein, als er das Opfer hier auffand. Wenn euch jemand also Einzelheiten liefern kann, dann ja. Könnt ihr mir dann vielleicht sagen, wo ich den besagten Obergardisten finden kann? Es gab vorhin weiter unten am Pier einen Zusammenstoß zweier Fuhrwagen der Brauerei. Der Obergardist ist ziemlich wütend dorthin. Wisst ihr, er bekommt die schlechten Nachrichten immer in seiner Mittagspause. Das macht ihn immer besonders mürrisch. Ich werde schauen, ob er noch Zeit hat, mit mir ein paar Fragen zu beantworten. Habt Dank. So, wir können aber natürlich durch, denn wir sind hier in offizieller Mission unterwegs. Du schaffst es. Sehr schön. Ich mach das schon. Hey, ich weiß, ich weiß. Jetzt sehen wir uns hier einfach mal um. Oh. Alles Blut verschmiert. Hier ist es geschehen. Und ich war nicht hier, um es zu verhindern. Dies ist also der Ort, an dem euer Freund ermordet wurde. Von hier aus werden wir seinen Zorn zu seinem Peiniger tragen. Na gut, hier gibt es also nichts zu finden oder suchen oder tun. Dann würde ich sagen, suchen wir einfach mal den Taschmann auf. Es hieß ja, unten, weiter unten am Pier sei irgendwas. So, das Holzfässchen nehmen wir auch noch mit. Oh, eine Schlingenfalle, das trifft sich gut. Können wir das direkt anklicken, den Weg? Ja. Das, wie gesagt, ist sehr angenehm. Ah, jetzt kann man sich zurücklehnen, mal einen Schluck aus der Pulle nehmen und warten, bis sie ankommen. Na, da links hauen sie sich auf die Nuss. Ein Boxkampf, aber ich glaube, das ist alles abgekartet. Da würde ich mein Geld ehrlich gesagt nicht drauf verwetten. Dass der Nasreddin uns irgendwie, weiß ich nicht, uns nicht in unserer Sprache oder dass sie das nicht versteht, finde ich wirklich, wirklich merkwürdig. Aber naja. Der läuft so lustig mit seinen kurzen Beinchen. Naja, was ist das denn? Arbeiter. Kapitän Dielbrack. Gehen einfach mal aufs fremde Schiff. Ja, warum denn noch nicht? So, guten Tag. Den Zwölfen zum Gruße. Ebenfalls. Ein schönes Schiff. Ich nehme an, ihr seid der Kapitän. Jawohl, der bin ich. Gestatten, Dielbrack. Lando Dielbrack. Ich und die Talaria haben schon viele Abenteuer auf dem großen Fluss erlebt. Auf dem großen Fluss, Talaria, Kapitän Dielbrack. Wie ist nochmal der Nachfolger? Am Fluss der Zeit? Haha, das gibt's doch nicht. Captain Dielbrack, auch mal wieder im Lande. Beim Flussvater, der alte Vorgrim. Ich glaub's nicht, wo ist dein Bart? Das ist eine längere Geschichte. Darf man fragen, woher ihr euch kennt? Verzeiht, aber gerade im Moment ist mir nicht danach, Geschichten zu erzählen. Eigentlich wollte ich einen alten Freund besuchen. Von der Stadtwache muss ich dann erfahren, dass er tot ist. Ermordet. Oh nein. Glaub mir, Kapitän, dafür hat keiner mehr Verständnis als ich. Auch ich wollte einen alten Freund und Mentor besuchen. Ardo vom Eberstamm. Ihn hat das gleiche Schicksal ereilt wie euren Freund. Was, ihr kennt Ardo? Der ist wahrlich ein Dorf. Er ist der Freund, den ich besuchen wollte. Andererseits hätte ich auch selbst drauf kommen können, wo doch Vorgrim bei euch ist. Dann bin ich umso erfreut, euch kennenzulernen. Seid euch gewiss, ach bitte, dass ich und Vorgrim stets in Ardos Geiste handeln werden. Trotz der düsteren Zeiten freue ich mich zu sehen, dich zu sehen, Dielbrack. Jetzt, wo wir wissen, dass du mit deiner Talaria hier werden Lara, Mansur, Sunni und ich dir bestimmt öfter einen Besuch abstatten. Kann ich vielleicht noch etwas für euch tun? Hätte ich
Hättet ihr nicht doch Lust, den einen oder anderen Schwank aus alten Tagen mit mir zu teilen? Na gut, weil ihr es seid, was möchtet ihr wissen? Könntet ihr mir etwas über euer schönes Schiff erzählen? Das Schiff gehört schon seit 2 Generationen unserer Familie. Als mein Vater es bauen ließ, dachte er, es könne nichts schaden, dem Fluss Vater Ehre entgegenzubringen und ihn milde zu stimmen. Also besann er sich der alten Legende von der Fee Talaria und ließ ihr Ebenbild aus Holz am Bug anbringen. Talaria lebte einst in den Auen des großen Flusses und verzauberte das Herz des Flussvaters mit ihrem strahlend güldenen Haar. So machte er ihr den Hof und die beiden wurden ein Liebespaar. Haha, mein Vater war ein schlauer Mann, denn nie würde der Flussvater unserem Schiff Böses wollen. Er trägt doch das Antlitz seiner geliebten Talaria. Und wie ihr seht, hat sie die Einschätzung bis heute bewahrheitet. Wie seid ihr eigentlich zu seiner Zeit an Ardo geraten? Tja, das war eine Geschichte. Damals machten blutrünstige Flusspiraten die ganze Gegend von Ferdok bis Albenhus unsicher. Keiner der Kapitäne, der Verstand genug hatte, traute sich irgendwann mehr auf den Fluss hinaus. Da kam Ardo zu mir und fragte mich einfach so, was es kosten würde, mein Schiff zu heuern. Ha, damals war ich noch jung und ein wahrer Heißsporn. Also machten wir einen Fexenpreis aus und zogen ins Abenteuer. Vor Grimm und Kuano. Und noch 2 Freunde von damals waren dabei. Das war ein Ding, sage ich euch. Es ging da um... ich habe versprochen, mit niemandem darüber zu reden. Das Tolle ist, im Nachfolger, der ein Prequel ist, also im Grunde genommen die Geschichte vor Drakensang 1 erzählt, alles, was er eben jetzt hier erzählt, ja, das findet man dann im Nachfolger hierzu sehr, sehr angenehm. Und da sind die Charaktere noch schöner ausgearbeitet, arbeiten noch besser zusammen, beziehungsweise, ja, sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Muss ich auf jeden Fall irgendwann zum Laufen bekommen. Das will ich auf jeden Fall auch gerne mal wieder angehen. Naja, vielleicht irgendwann einmal ist die Zeit reif für diese Geschichte. Ja, genau, im zweiten Teil. Aber seid gewiss, Ardo, Forgrim und Kuano haben eine verdammt gute Figur damals gemacht. Was hat Forgrim damals so angestellt? Nichts da. Du wirst auch keine peinlichen Geschichten über mich erzählen. Aber Forgrim, ich würde auch keine peinlichen Geschichten über dich erzählen. Bis auf die... bis auf die vom sanften Ochsen in Nadoret vielleicht. Hüte deine Zunge, Lando. Das ist mein Ernst. Denk auch an das Versprechen von Nadoret. Und du hast es damals Ardo gegeben. Du hast recht, Forgrim. Wenn irgendwann einer entscheiden sollte zu berichten, was damals geschah, dann bist du das. Nun, Kapitän, ich muss erst einmal weiter. Auf bald. Einen Augenblick noch. Entschuldigt, dass ich euch so überfalle. Für gewöhnlich habe ich mich mit solchen Dingen an Ardo gewandt. Vielleicht würdet ihr mir helfen? Dann erzählt mal, worum genau geht es denn? Nun ja, die Sache ist mir etwas unangenehm. Also es ist so, jedes Mal, wenn ich einen Ferdok anlege, machen sich ein paar meiner ehemaligen Matrosen den Jux und klauen mir etwas von meiner Ladung. Für gewöhnlich ist das nicht weiter tragisch, dass sich die Sachen kurz vor dem Auslaufen meistens wieder einfinden. Doch diesmal haben diese fex-verfluchten Halunken eine höchst geheime Sonderlieferung für den Grafen von Ferdok stibitzt. Oh oh. Mein Schiff kann ich nicht ohne Aufsicht lassen, bei dem Gesocks, das sich hier im Hafen umtreibt. Außerdem kann jeden Moment der Unterhändler des Grafen nochmal aufkreuzen. Mir wäre wirklich sehr geholfen, wenn ihr euch um die Sache kümmern könntet. Also gut, ich werde euch nichts abschlagen, was Ardo euch gewährt hätte. Ich werde diese Geheimlieferung wieder beschaffen. Die Quest, der Kapitän und die Geheimlieferung wurde aktualisiert. Das ehrt euch sehr. Es soll nicht euer Schaden sein. Unter uns, ich weiß genau, wer von meinen ehemaligen Leuten das Ding gedreht hat. Sucht nach 4 Fingersalm in der Taverne Sanfte Sau. Die liegt in Fuhrmannsheim. Dort verbringen diese Taugenichtse den lieben langen Tag. Passt aber auf mit diesen Burschen, die sind mit allen Wassern gewaschen. Ehe man sich versieht, haben sie einem den letzten Heller aus der Börse geangelt. Und bitte beeilt euch, ich will den Unterhändler des Grafen nicht nochmals vertrösten müssen. Seid unbesorgt, Kapitän. Ich werde schon auf der Hut sein. Ich bin bald mit eurer Lieferung zurück. Wartet noch, ich habe noch etwas für euch. Dieses alte Rezept habe ich damals von Ardo bekommen. Ich denke, es würde euch noch von großem Nutzen sein. Naja, jedenfalls werdet ihr keinen Hunger leiden. Alles klar, was hat er uns denn gegeben?
Rezept für Ardos Heldenfrühstück. Rezept für Ardos Heldenfrühstück wurde ins Rezeptbuch eingetragen. Aber leider brauchen wir dafür Talentwert 1 in Alchemie. Äpfelnüsse, altes Brötchen. Okay. So, schauen wir nochmal nach. Der ist auf jeden Fall auf Stufe 3 aufgestiegen. Oder über 1000 Punkte, Abenteuerpunkte bekommen hat. Aber sieht nicht so aus, als ob wir hier groß was machen können. Genau, er hat nämlich Zwergennase. Das ist sehr angenehm. Das für, ja, für das Aufspüren von irgendwelchen, ja, ich sag mal, Geheimtüren oder sowas. Und er kann auch schmieden. Das ist angenehm. Dann kann er sowas wie, genau, Schleifsteine machen. Braucht nur Sandstein, Lederbänder. Und damit kann er die herstellen, mit denen wir die Waffenstärke für 10 Treffer erhöhen. Ja, was geben wir ihm denn? Selbstbeherrschung hat er. Ist er sogar noch höher. Das heißt, auch er wird nicht so leicht Wunden davon tragen. Hier sollte man das eigentlich auch geben, obwohl sie sich eigentlich hinten im Hintergrund halten sollte. Gassenwissen. Ist er denn möglich, eine rasche Orientierung in einer fremden Stadt? Abhängig vom Talentwert erweisen sich bestimmte Personen als gesprächig und auch bestimmte Händler und Zugänge werden von einem Gassenkundigen eher erkannt als von einem Ortsfremden ohne dieses Talent. Die Anzeige erfolgt über die Minimap. Ja. Oder die Karte. Ja. Gassenwissen ist recht leicht zu steigern, aber ich warte mal auf so jemanden wie Kladis Schladromir. Vielleicht kennt ihr sich in Städten noch ein bisschen besser aus. Aber so ein Punkt oder zwei in Zwergennase, das kann nicht schaden. So, das also Kapitän Dielbrack. Dann würde ich sagen, wir reden mit Taschmann. Wo ist der? Genau, der Kapitän und die Geheimlieferung. Ja, das machen wir dann, wenn wir in... wo sind? In Fuhrmannsheim, genau.